será?
ahí vive el presidente de Alemania, papi. Ahí vive el presidente de Alemania. Thank you.
Thank you.
Sunt cam ar putut vreo pune rei, n-ară. Fii întâi când încep. Zara. Uf, ia ce sumuri odea. Nu sunt sus de bombei de tot cu da. Nu, fac, stai cu urmă. Ah, da, da, da. Ai chit-e? I-am cu ai chit-o? Ai chit-o? Ai tu mă, ghebe-te. Tu mi? Ghebe-a. Curietan, ce te-o aveam, Tani? Die Mühlendammbrücke war tatsächlich früher einmal eine Wassermühlenbrücke. So wurde hier durch die Kraft des Wassers Wolle gesponnen, Körner gemahlen und Öle gepresst. Die Brücke war die erste Verbindung zweier mittelalterlicher Städte, links Berlin und rechts war Köln. Qué bonito. Para ese lado están museos y restaurantes. Museos y restaurantes. Das ist die Spree, right? Mm. Die Spree? Mm. Dann haben wir die Havel, das ist die Spree. Hier hat die Geschichte Berlins einmal begonnen, durch den Zusammenschluss der Städte Köln und Berlin, die an den Ufern der Spree lagen. Die Gebäude im Viertel sind jedoch nicht so alt, wie sie scheinen. Este es el barrio San Nicolás. Mit Plattenbauten aus der DDR-Zeit ergänzt worden, als zur 750-Jahr-Feier Berlins 1987 das Viertel quasi neu entstand. Als sogenannte Wiege Berlins, 200 mal 200 Meter groß, präsentiert es darüber hinaus ein Museum über Heinrich Zille, ein Biedermeier-Museum und das alte und rekonstruierte Gasthaus.
Nationalgalerie sehen wir auf die Rückseite des Pergamon-Museums. Die Brücke ist eine Bahnbrücke, ausschließlich für Regional- und ICE-Züge sowie die S-Bahn befahrbar und gehört zur Stadtbahntrasse. Dahinter taucht links das Bode-Museum auf, benannt nach Wilhelm Bode, einem Mitbegründer des damals modernen Museumswesens. Wilhelm Bode wurde auch der Bismarck der Berliner Museen genannt. Der Park rechts nennt sich Mobijou-Park, benannt nach einem Barockschloss, das hier früher stand, aber nach dem Krieg entfernt wurde. Heute befinden sich in der Parkanlage Sportspielstätten und ein Freibad für Kinder. Auch die Brücke vor uns, teilweise historisch rekonstruiert, trägt den Namen des verschwundenen Schlosses der Universität und des Deutschen Historischen Museums. Der Gebäudekomplex steht unter Denkmalschutz. Generalfeldmarschalls Moltke, nach dem die Brücke benannt ist. Links von ihm Julius Caesar und rechts von ihm Athene. Ist jedoch nach dem Fall des Eisernen Vorhangs ein Urlaubs- und Transitland geworden, umgeben von
Österreich oder eben von Paris nach Moskau gereist werden. Durch Deutschland hindurch und nun eben auch durch Berlin. Reisende soll man nicht aufhalten. Einmal im Jahr hält hier auch der Orient Expo. Im sogenannten Futurium Lab, einem Zukunftslabor, können Sie hautnah miterleben, wie faszinierend Zukunftsforschung sein kann. Für die Energieabdeckung wurde das Dach mit Energiekollektoren für Photovoltaik und Solarthermie belegt. Zudem wird mit Hilfe der Geometrie des Daches das Regenwasser aufgefangen und für die Gebäudekühlung in eine Zisterne gesammelt. Neben vielfältigen Zukunftsthemen können Sie auf dem Skywalk des Futuriums einen Ausblick auf die Spreeoberen und das Bundeskanzleramt genießen. War die Grenzkontrolle. Oh, und weil dann okay. Die Leute sich verabschieden mussten, deswegen Tränenpalast. Oh, das ist der Herr der Dörbe. Genau. Tränenpalast. Weil die dann immer geweint haben, weil die anderen sind nach West-Berlin und die anderen mussten bleiben in der DDR. Oh, okay. Danke. Über die Stahlkonstruktion der Weidendammer Brücke führt die Friedrichstraße. Die bekannte Bar auf Theodor Fontane wirkte sie besonders romantisch. Er verlobte sich hier mit seiner Freundin Emilia. Ach echt? Fontane verlobte sich auf dieser. Der berühmte Fontane. Jetzt musst du mehr auf der Seite filmen, hast du. Warte mal, jetzt hier noch klein. Oh, okay. Das Verbändehaus ist das katholische Militärbischofsamt. Es ist eine dem Bundesministerium der Verteidigung nachgeordnete Bundesoberbehörde. Das Gebäude hier am Weidendamm kann auf eine über 200-jährige militärhistorische Tradition zurückblicken. Seite blicken wir auf Klinkerbau. In der nahegelegenen Ziegelstraße dahinter wurden Ziegel gebrannt. Heute werden einige der Bauten von der Universitätsklinik der berühmten Charité genutzt. Älteren Listen zu den sieben Weltfunden. Und im Sommer tanzen die hier draußen, machen die Tango hier auf der Kasse.
gorgeous. Drei weitere Bauten der Museumsinsel stehen.